Grüß Gott und herzlich willkommen bei Unser Land. Es scheint heuer irgendwie das Jahr der Viren zu sein. Seit vergangener Woche ist in Bayern auch die Vogelgrippe angekommen oder Geflügelpest, wie sie auch heißt. Auslöser ist ein Virus mit tödlicher Folge. Um Schlimmeres zu verhindern, ist in vielen Regionen Bayerns sofort die Stallpflicht verhängt worden. Welche Konsequenzen das für die Landwirte und auch für die Tiere hat, darüber bricht man heute und wir haben auch noch diese Themen für Sie. Edelschinken aus Oberbayern von Strohschweinen. Und ein Leben für den Wald. Georg Sperber auf dem grünen Teppich. Vor genau 4 Jahren, im November 2016, war Bayern das letzte Mal von der Vogelgrippe betroffen. Schon damals hat das Umweltministerium die Stallpflicht verhängt. Wer selber kein Geflügel hält, der wird jetzt vielleicht sagen, ja mei, so schlimm kann das doch nicht sein. Wir sind jetzt zu Gast bei Christian Mössmer. Er ist selber Bio-Legehennenhalter in Fahrenshausen. Servus. Servus. Was denken Sie sich, wenn Sie hören Stallpflicht? Das ist mit Sicherheit für uns keine einfache Zeit. Unsere Legehennen sind es gewohnt, dass 365 Tage im Jahr raus können, sind dann plötzlich im Stall eingesperrt. Aber mit den richtigen Maßnahmen kommt man da durch die Zeit. Jetzt haben Sie ja so mobile Ställe. Haben Sie die vor 4 Jahren beim letzten Mal auch schon gehabt? Ja, wir haben im März 2016 gestartet mit dem ersten Mobilstall, haben dann gleich im ersten Winter die Aufstallungspflicht gehabt und haben uns da dann gut zu helfen gewusst, dass wir da durchkommen. Was genau Sie da machen prophylaktisch, das schauen wir uns dann gleich mal an. Vorher kurz noch die Erklärung, was ist diese Vogelgrippe eigentlich? Tote Wildvögel sind meist der erste Hinweis auf Vogelgrippe und ein Alarmzeichen für Geflügelhalter. Gibt es in einem Geflügelbetrieb einen Anfangsverdacht auf aviäre Influenza, auch Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, wird er sofort gesperrt. Das schreibt die Tierseuchenverordnung vor. Wenn Tiere krank sind oder ungewöhnlich viele tote Tiere im Stall gefunden werden, sind Landwirte und Tierarzt verpflichtet, den Bestand auf eine Virusinfektion zu testen. Bei einem Anfangsverdacht geht es in die Pathologie des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ein Hochsicherheitstrakt. Hier kommt niemand rein, außer Forscher und verendete Tiere. Diesem toten Schwan wird die Luftröhre entnommen. Die ist für die Untersuchung besonders interessant. Dort nisten sich die meisten Grippeviren ein. Aber welche? Unter dem Elektronenmikroskop lassen sich anhand von Proteinen die Viren exakt bestimmen. Hämagglutinin wird abgekürzt mit dem Buchstaben H. Es gibt 16 verschiedene, daher steht hinter dem H die entsprechende Nummer. N steht für Neuraminidase, davon gibt es 9 Subtypen. Theoretisch sind hunderte von Kombinationen möglich. Doch in den Laboren der Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern kann man nur feststellen, dass Vogelgrippeerreger vorhanden sind. Die genaue Bestimmung übernimmt das Friedrich-Löffler-Institut auf der Ostseeinsel Riems. Dort stellt sich heraus, ob eine der gefährlichen hochpathogenen Varianten vorliegt, wie zum Beispiel das aktuelle H5N8-Virus. Für Hühner und Puten verläuft die Infektion mit diesem Erreger in der Regel tödlich. Gänse und Enten reagieren nicht ganz so empfindlich. Werden in einem Betrieb Influenza-A-Viren nachgewiesen, müssen alle Tiere getötet werden. Denn die Viren sind wandlungsfähig. Aus harmlosen Varianten können gefährliche entstehen. Getötet werden die Tiere in mobilen Keulungsanlagen. Kopfüber eingehängt in ein Fließband und dann in ein Wasserbad mit Strom getaucht. Der Elektroschock am Kopf betäubt die Tiere. Wenn der Strom das Herz erreicht, sind sie tot. Die Kadaver werden danach unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet. Keine schönen Aussichten, nicht für die Tiere und auch nicht für ihre Halter, so wie für Christian Mössmer, bei dem wir heute zu Gast sind in Fahrenshausen. Wie viele Tiere halten Sie eigentlich? Wir halten in jedem Mobilstall 300 Legehennen und haben davon 2 Stück. Was können Sie vorsorglich machen gegen die Vogelgrippe, Stichwort Hygienemaßnahmen? Ich stelle mir das schwierig vor, weil die Tiere sind ja hier draußen unterwegs. Ja, vorsorglich kann man im Grunde nicht allzu viel unternehmen. Man sollte ein bisschen im Überblick behalten, was man füttert, was an die Tiere gefüttert wird, keine Küchenabfälle oder sonstiges verfüttern. Und ansonsten einfach da halten, was die Ämter und die Behörden empfehlen und da ein bisschen kooperieren mit denen, dann müsste das funktionieren. Woran kann man erkennen, dass ein Tier an Vogelgrippe erkrankt ist?
Grundsätzlich erkennt man solche Sachen immer an der Legeleistung, die wird drastisch abfallen. Außerdem sind die Tiere relativ müde, relativ langsam, nicht mehr so aktiv. Und auch die Mortalität wird auf alle Fälle ansteigen. Also da werden wir dann etliche tote Tiere jeden Tag drin haben und dann erkennt man, jetzt ist es soweit, dass was fällt. Jetzt gilt in einigen Regionen Bayerns ja schon die Stallpflicht. Was würde das jetzt bei Ihnen bedeuten, wenn die auch käme? Weil in solchen mobilen Ställen, da kann man die Tiere ja nicht so lange halten, oder? Ja, bei uns ist, für mich war das damals auch schon keine Option, dass man gar nichts macht. Wir haben uns dann dazu helfen gewusst und ich habe dann ein Zelt gekauft. Das haben wir dann da dran geschifft an den Mobilstall. Haben dadurch auch die Stallfläche nur mehr verdoppeln können. Und dann auch mit verschiedenen Maßnahmen, dass wir nochmal ein bisschen Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt haben, haben wir es da beschäftigen können. Also der Stall wird quasi vergrößert, verdoppelt mit einem Zelt? Genau, richtig. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was ist eine einfache Lösung, was kann man schnell besorgen, weil es war plötzlich von heute auf morgen damals. Und da war das einfach die beste Lösung, die wir auch selber schnell aufbauen haben können. Und auch für die Tiere war das dann eine super Sache, haben wir dann eingestrahlt, regelmäßig nachgestrahlt, Luzerneholz zur Verfügung gestellt, Äpfel aus dem Garten zur Verfügung gestellt, dass Beschäftigung haben. Und auch unsere aussortierten Kartoffeln, die wir nicht im Hofladen verkaufen können, haben wir gedämpft und dann täglich geschaut, dass 2 bis 3 Mal am Tag eine Beschäftigung haben. Also mit sowas wie, dass sie sich gegenseitig verpicken, haben Sie dann gar keine Probleme gehabt, oder? Nein, dadurch, dass wir da sofort reagiert haben, haben wir mit Federpicken keine Probleme gehabt. Wir haben die Legeleistung erhalten können. Also das hat wirklich gut funktioniert. Das ist eine ganz praktische Frage. Dürfen Sie Ihre Eier dann noch als Bio-Eier verkaufen oder müssen Sie es anders deklarieren? Also es ist so, Bio-Eier bleiben grundsätzlich Bio-Eier, die sind in der EU-Öko-Verordnung so festgelegt und verankert. Bei Freiland ist es so, dass nach 16 Wochen werden es dann Bodenhaltungseier. Aber bei den Biobetrieben, dass es ja mehrere Kriterien gibt. Also bei Freiland ist ja das einzige Kriterium, dass sie raus können. Bei uns ist nur das Futter, im Fall der Fälle Medikamente. Auch die Stallfläche ist bei uns von Haus aus mehr. Bleibt der Biostatus erhalten in jedem Fall. Das klingt jetzt danach, als würde es bei Ihnen erstmal gar keinen wirtschaftlichen Schaden geben. Außer natürlich, der schlimmste Fall tritt ein, dass der Bestand gekeult werden müsste. Sind da die Landwirte nochmal irgendwie versichert? Ja, das ist relativ individuell, ob sich jeder Landwirt versichert oder nicht. Grundsätzlich gibt es ja erstmal die Tierseuchenkasse, die dann da unterstützt. Und dann schauen wir mal, ob da von staatlicher Seite vielleicht eine Unterstützung kommen würde. Muss man einfach abwarten. Das klingt für mich jetzt, als wären Sie gar nicht so negativ, was die Entwicklung der nächsten Wochen angeht. Also dadurch, dass wir es vor 4 Jahren relativ gut überstanden haben und mir auch schon wieder vorgesagt haben, ich habe 2 Folientunnel jetzt bestellt, 2 größere, die auch für den Gartenbau genutzt werden können. Die werden wir dann da anbauen und auch wieder den Stall eben verdoppeln, die Stallfläche mehr als verdoppeln. Blicke da relativ entspannt auf die Zeit hin und denke, dass wir da auch wieder gut durchkommen werden. Herr Mössmer sagt vielen Dank und wünsche Ihnen für die nächsten Monate alles Gute. Danke. Es bleibt also zu hoffen, dass die Sicherheitsmaßnahmen funktionieren und dass nicht massenhaft Tiere gekeult werden müssen. So, jetzt reicht es aber erstmal mit Viren und mit schlechten Nachrichten. Wir widmen uns jetzt einer gescheiten Brotzeit. Es geht um gutes Essen, genauer gesagt um guten Schinken. Und zwar nicht um irgendeinen, sondern um Schinken, der von Schweinen aus artgerechter Haltung stammt. Im Außenklimastall von Familie Weichselbaumer stehen 500 Mastschweine. Genauso viele Tiere wie im alten Stall mit Vollspaltenboden. Aber seit dem Neubau 2017 gibt es jetzt Stroh und viel frische Luft. Gut für die Tiere. Und Barbara Weichselbaumer will damit kritische Verbraucher zufriedenstellen. Viel mehr Platz, Licht, Luft und dann natürlich das Futter selber produzieren. Aus Eiweißfutter, nichts aus Übersee, keine Gentechnik. Dass die ihren Ringelschwanzbehalter kennen, ja, das ist so ein richtiges Gesamtkonzept. 5 Jahre lang haben die Weichselbaumers geplant und getüftelt, um all ihre Vorstellungen im neuen Stall umsetzen zu können. Wenn man es dann reinschaut, das habe ich nie in meinen anderen Stall zusammengebracht, dass ich ein Schwein so glücklich mache. Das ist jetzt zwar blöd, aber ich kann einfach den Tieren was geben, was im anderen Stall überhaupt nicht gehabt hätten. Das Stroh war immer ein Problem für Spalten und das haben wir jetzt überhaupt nicht mehr. Und die schmeiße ich rein und dann haben die gut drauf. Die Schweine haben fast 3-mal so viel Platz wie in einem konventionellen Standardbetrieb. Zum Schlafen und wenn es kalt wird, können sie sich in einen geschützten Liegebereich zurückziehen. Und bei so viel Platz und Stroh beißen sich die Tiere auch nicht aus Stress oder Langeweile gegenseitig die Ringelschwänze blutig.
Das hier ist keine Ökoschweinemast. Aber mit ihrem Offenstall verbessern die Weichselbaumers das Tierwohl erheblich. Und das freut nicht nur die Schweine. Das ist einfach ein schönes Arbeiten da heraus. Gefällt mir jeden Tag wieder. Uns geht es dabei wesentlich besser, auch wenn wir mehr Arbeit haben. Aber wir gehen viel lieber in den Stall. Und wir können jederzeit in den Stall gehen, ohne dass wir hinten noch dann richtig stinken. Damit jede Woche der Metzger beliefert werden kann, stehen Tiere aller Altersstufen im Stall. Vom Babyferkel bis zur 7-monatigen Mastsau. Anfangs allerdings gestaltete sich die Suche nach einem regionalen Vermarkter schwierig. Wie viel Geld pro Schwein Familie Weichselbaumer bekommt, ist Betriebsgeheimnis. Aber ihr Hauptabnehmer, ein Ingolstädter Metzger, zahlt ihnen einen guten Preis. Auch Wolfgang Späth aus Bergheim schätzt Qualität. Daheim, in einer umgebauten Doppelgarage, produziert der Metzgermeister mit Unterstützung seiner Schwester Birgit hochwertige Schinken. Knapp einen Monat war diese Keule in Steinsalz eingelegt. Nun wird abgewaschen. Eine Spezialität, die Wolfgang Späth nach seinem Heimatort benannt hat, Bergamer Natur. Das Fleisch liefern die Weichselbaumers. Es ist im Einkauf teurer, das ist verständlich. Aber das zahlt sich auch im Endprodukt aus, weil der Schinken einfach besser wird. Nun kommen die Schlegel für 3 Monate in den Kühlraum, zusammen mit den anderen Bergamer Hinterschinken. Der hängt jetzt da, erstens trocknet er ab an der Oberfläche, damit er hier nicht schmierig wird. Und das Salz, das muss sich bis zum Knochen vordringen. Und dann erst ist der Schinken so stabil, dass man in wärmere Gefilde in den Reiferaum verbringen kann. Fleischteile ohne Knochen werden 3 Monate lang im Holzfass eingesalzen. Davon verspricht sich Wolfgang Späth ein ganz besonderes Aroma. Hier liegt ein Schinken namens Sir Henry in einer braunen Flüssigkeit mit hellem Schaum. Was ist das? Das ist ganz normal, das kommt vom Reifen. Das ist wie wenn ein Bier braut wird. Wenn ein obergäriges Bier gemacht wird, da schwimmt die Hefe auch und drauf. Und so ist es da, dass die Hefekulturen sich oben auf der Oberfläche beim Einsalzen praktisch bilden. Gut fürs Aroma. Birgit, lang mit hin. Später kommt Sir Henry für eine Woche in diese Schinkenpresse, die das Fleisch in Form drückt. Aber nun muss erst einmal der gepresste Rinderschinken ausgeräumt und ins Reiferegal einsortiert werden. Bis zu einem Jahr bleiben die verschiedenen Schinken in der Reifekammer. Begonnen hat Metzgermeister Wolfgang Späth mit dem Schinkenmachen nebenbei. 13 Jahre lang arbeitete er als Angestellter im Außendienst und verkaufte Gewürze und Kunstdärme. Doch weil ihn das nicht ausfüllte, begann er daheim, verschiedene Schinken und auch Salami zu kreieren. 2015 machte er sich schließlich mit seiner Firma Schinken Ambiente selbstständig. Letztendlich ist es so, die Leute sind zufrieden mit dem, was ich mache. Und das ist die schönste Bestätigung beim Wochenmarktverkauf, im Gespräch mit dem Kunden, dass du sagst, okay, du hast das Richtige gemacht, wieder das Metzgerhandwerk ausleben. Und entscheidend, ich würde heute wieder Metzger lernen, weil das begeistert mich einfach von der ersten Minute an. Und das ist seinen Produkten auch anzumerken. Wegen der hohen Nachfrage ist manchmal auch ein Schinken ausverkauft. Doch seine Kunden wissen, dass es sich lohnt, darauf zu warten. Warten, das ist ein gutes Stichwort für den Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen. Weil mit seinen Ideen war er seiner Zeit oft so voraus, dass er darauf warten hat müssen, bis die anderen auch so weit waren. Es geht um Georg Sperber. Der Name sagt Ihnen jetzt vielleicht nichts, aber wenn es um den Schutz des Waldes in Bayern geht, dann war und ist er einer der Vorkämpfer. Den Nationalpark Bayerischer Wald, den hat er mit aufgebaut. Nachhaltige Waldwirtschaft hat er betrieben, da haben andere im Wald noch einen reinen Holzlieferanten gesehen. Und die Buchenbestände des Steigerwaldes, die hat er gerettet, obwohl seine Vorgesetzten ganz andere Pläne hatten. Gut, worauf er bis heute warten muss und wofür er auch kämpft, ist ein Nationalpark im Steigerwald. Georg Sperber ist 87 Jahre alt, ist voller Energie und das zeigt er jetzt auch auf unserem grünen Teppich. Thank you.
Mein Name ist Georg Sperber. Ich war mein langes Leben lang überwiegend ein Waldmensch. Und hier in diesem Wald bin ich jetzt seit 48 Jahren zu Hause. Mehr als die Hälfte dieser Zeit war ich hier der zuständige Forstamtsleiter gewesen. Neudorf ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Ebrach mit, ich weiß nicht genau, 80 oder so etwas Einwohnern. Zwei davon sind meine Frau und ich. Es ist umgeben von 100 Hektar ganz noch ursprünglicher Feldflur mit Hecken und Streuobstbäumen und dahinter ist Wald. Da war wieder einer. Ja, echt. Die Beziehung zu Vögeln war eine ganz bestimmende für mich, von klein auf. Und bis heute, wenn ich früh morgens aufstehe, der erste Blick ist raus. Wo sind sie denn, die durchziehenden Mönchsgrasmücken? Wann kommen denn die ersten Seitenschwänze und so? Das ist jetzt die Zeit des Buchfinkendurchzugs. Einige Millionen Buchfinken ziehen im Breitfrontzug über die Bundesrepublik. Kaum jemand bekommt es mit. I'm proud of you, boy. Look how far you came. Sehr stark geprägt hat mich mein Großvater. Er war eine imposante Figur, war 1,90 groß, Schmiedemeister. Und der Großvater hatte sehr viel Naturverständnis und das hat er auch versucht, mir zu vermitteln. Ab und zu fuhr er mit dem Fahrrad mit mir in den Nürnberger Reichswald, wo er seine Kindheit verbracht hat. Und da gab es die Rehe und da wollte ich hin. Und da musste man Förster werden, um dorthin zu kommen. Ja, ich habe ja in den 1950er Jahren studiert und das war natürlich auch ein Glücksfall, dass der damals führende deutschsprachige Waldbauprofessor, der Josef Nikolaus Köstler war. Und Köstler war also einer der Vordenker naturnahen, naturgemäßen Waldbaus. Und der konnte auch seine Ideen vorzüglich vortragen. Ein wesentlicher Teil seiner Lehrveranstaltungen waren die Exkursionen, große Exkursionen bis in die Schweiz, ins Emmental und so, also an klassische Orte naturnahen Waldbaugeschehens. Und mit denen ist man also schon als Student in Berührung gekommen. Die 50er Jahre waren natürlich forstlich gesehen sehr stark beeinflusst durch das Kriegs- und Nachkriegsgeschehen. Und dann hat man sich natürlich dran geklammert, dass was übrig geblieben ist an naturnahen Resten im deutschen Wald, Buchen-Eichenwälder, Buchen-Tannenwälder, mit denen möglichst vorsichtig umzugehen. Und das ist dann gekippt. Ich habe 1962 Staatsexamen gemacht und wenn da einer versucht hat, sich irgendwas Naturgemäßes abzusondern, ja, dann lag er natürlich völlig daneben. Ich habe ein hervorragendes Staatsexamen gemacht, weil ich gegen die Naturgemäßen wohl am überzeugendsten geschrieben habe. Das war aber das letzte Mal im Staatsexamen. Da waren wir baden gewesen. Kannst du dich entsinnen? Sind wir geflohen vor den Schnaken dann. Das weiß ich dann mal. Ja. Und das war der erste Rehbock, den du geschossen hast. Und den ersten Rehbock habe ich ja dir zu verdanken gehabt. Ja, ich wollte ja runter vom Hochsitz. Dann hast du gesagt, wir bleiben noch sitzen, bis er kam. Und das war die Gänseliesel. Meine Frau ist im wahrsten Wortsinne meine bessere Hälfte. Ich hätte all das, was ich dann später beruflich gemacht habe, nie machen können, hätte ich die Edda nicht an meiner Seite gehabt. Wie ich mit meinen beruflichen Vorstellungen oft sehr einsam lag im Hinblick auf die Jagd oder zum Waldbau, war sie immer gewesen, die mir dann den Rücken steifte, du hast recht, komm, bleib dran, lass dich da nicht unterkriegen. Das habe ich genauso gesehen wie er und da konnte ich ihn dann schon unterstützen. Da habe ich gesagt, das ist das Richtige. Aber man muss da mitgehen, denn sonst, ich glaube, sonst wäre da auch die Ehe bestimmt schief gelaufen.
Man muss zusammenarbeiten. Und der andere Teil muss eben Verständnis haben. Ja, und dann kam die Geschichte eben mit dem Nationalpark Bayerischer Wald. Am 1. November 1969 wurde Hannes Wiederrieder und ich nach Spiegelau als Nationalpark-Team versetzt. Ich ging ja dann sehr bald wieder weg, weil ich ein Forstamt wollte. Und er blieb bis zu seiner Pensionierung dort. Es war nun sehr schnell, dass Rotwild ein zentrales Thema. Da war natürlich sofort die gesamte Jägerschaft war auf den Barrikaden gewesen. Dort wird jetzt ein Krieg geführt. Sie hören richtig, meine Damen und Herren. Es ist nicht dringlich zur Zeit, den Hirsch zu schonen. Es ist dringlich zur Zeit, ihn zu schießen. Der Fernsehjournalist Horst Stern hat einen Film über den Rothirsch geschrieben. Und zwar am Beispiel Nationalpark Bayerischer Wald. Ja, und der wurde ausgestrahlt am Heiligen Abend bei der ARD zur besten Sendezeit 20.15 Uhr. Und der löste ein Erdbeben aus, bis hinein in den Bundestag. Unter anderem wurde Stern dann mit mir vor dem Agrarausschuss im Bundestag nach Bonn eingeladen. Dann kam die erste Frage aus dem Journalistenkreis an mich als der fachliche Berater. Und dann sage ich, ja, also ich könnte Ihnen eine Antwort geben, aber da kommt einer durch den Saal gerannt und fragt, wo ist denn der Sperber, wo ist denn der Sperber? Habe ich den Finger gehoben, dann kommt er zu mir und sagt, soeben Anruf aus der Staatskanzlei in München, Sie haben Redeverbot für heute Abend. Naja, ich sagte dann ins Mikrofon rein, ich könnte also Ihre Frage gerne beantworten, aber ich darf nicht, ich habe soeben aus München Redeverbot bekommen. Ist an sich nur logisch, denn Schreibverbot zu diesem Problem habe ich schon länger. Ne? So lief es auf diesem Niveau. Aus einem ganz einfachen Grund bin ich nicht im Nationalpark geblieben. Ich wollte ja ein Forstamt. Der Nationalpark ist eine wichtige und gute Geschichte. Aber es waren halt nur 10.000 Hektar. Und wir haben in Bayern 2,5 Millionen Hektar Wald. Und es kann deshalb mit dem Waldnaturschutz und mit dem Wald nur auf der großen Fläche umgesetzt werden. Und das wollte ich in einem staatlichen Forstamt umsetzen. Und da war also gerade Ebrach hier einer der Plätze, wo Zentrales geschah. Ebrach hatte noch sehr viele altmodische, alte Buchenbestände. Und die sollten nun so schnell wie möglich weg. Die Buche galt als verlorene Baumart, als etwas Gestriges. Man hat in den 1960er Jahren über 500 Hektar dieser alten, zum Teil uralten Buchenbestände abrasiert und mit Käfernkulturen, Fichtenkulturen, Douglasienkulturen gedeckt. Und das sollte so weitergehen. Wir stehen nun hier oben im Erlensumpf. Das ist da noch rot, das ist eine Altdurchforstung. Aber gleich daneben das Waldhaus ist schwarz. Das sollte in den nächsten 10 Jahren liquidiert werden. Und da habe ich mich dann stur dagegen gestellt. I'm proud of you, boy. Look how far you came. Ich musste dann zunächst mal meine Förster natürlich, meinen Stellvertreter überzeugen, dass das jetzt ab sofort alles ganz anders wird. Ich habe mich also mit den Förstern an die Kahlschlagfront hingestellt und habe gesagt, diese Front, ich bin ein friedensliebender Mensch, die gibt es jetzt nicht mehr. Wir führen nicht mehr Krieg gegen den Wald, sondern wir befrieden die ganze Geschichte. Es wird jetzt alles ganz anders. Wir gehen jetzt baumindividuell vor. Wir freuen uns über jeden einzelnen Baum. Wir sprechen ihn an, wir unterhalten uns mit ihm. Und dann entscheiden wir, jawohl, den nehmen wir und den nicht. Ich hatte damals ziemlich lange Haare und einen zu kleinen Hut. Und wenn ich vor einem Baum stand, um den zu betrachten, dann rutschte mir immer der Hut runter. Ich habe ihn dann weggenommen. Und da breitete sich dann bei den Waldarbeitern aus, der Sperber verehrt die Bäume so, dass er den Hut vor ihnen sieht. Ich habe mich ein berufliches Leben lang immer dafür eingesetzt, die Wälder naturnahe, naturgemäß zu behandeln. Aber wir brauchen
Informationen, wie die Natur eigentlich, gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wie die das machen würde, wenn sie nach ihren inneren Gesetzen sich entwickeln dürfte. Und dazu brauchen wir Schutzgebiete. Diese Eskalation war vorhersehbar. Ich wusste, wie das im Bayerischen Wald gelaufen ist. Da konnte sich ja mein Freund Hans Biebel wieder kaum mehr in der Öffentlichkeit sehen lassen. So ist man über ihn hergefallen. Sie haben also hier mit Ihren Traktoren demonstriert vor meinem Häuschen hier in der Einsamkeit des Weilers und haben also hier gekrölt. Und wie ich dann raus bin, habe gefragt, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, wir fackeln dir die Bude ab und so. Naja, ein Nationalpark ist eine ganz wichtige Entwicklung. In einem Nationalpark können sich Stadien wiederentwickeln, die uns zeigen, wie unsere Landschaften hier ausgesehen haben, als wir Menschen begonnen haben, sie hier zu verändern. Und wir haben in Bayern zwei Nationalparke, aber mein Gott, der Bayerische Wald war ein Fichten-Nationalpark. Wenn ich Fichte habe und lasse ich das entwickeln, dann kommt der Borkenkäfer und dann verschwindet die Fichte. Und dann erst und so weiter. In einem Buchen-Nationalpark können Sie von heute auf morgen umschalten. Es passiert nichts Dramatisches. Der Wald reift nur aus, er wird älter, er wird artenreicher, er wird interessanter. Wir können nicht überall Totalreservate schaffen. Dazu brauchen wir eigentlich den Rohstoff Holz zu dringend. Aber wir müssten uns den Luxus erlauben können, wenigstens auf Teilflächen die Natur Natur sein zu lassen. Ich lebe jetzt glücklich. Ich lebte die Vergangenheit glücklich. Es gab natürlich viele Auseinandersetzungen, aber ich war trotzdem für mich glücklich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und wenn ich jetzt durch meine Wälder gehe, die ich jetzt hier in Ebrach seit 48 Jahren kenne, ja, mein Gott, genauso habe ich mir das vorgestellt. Also ich blicke beruhigt und zufrieden auf dieses Leben zurück. Ein Rendezvous auf dem grünen Teppich war das mit dem Förster und Naturschützer Georg Sperber. 87 Jahre ist er alt. Kaum zu glauben, anscheinend hält das Leben im und für den Wald fit. So, das war's jetzt schon wieder. Wenn Sie sich unsere Beiträge nochmal anschauen wollen, die finden Sie im Internet unter br.de unser Land, bei YouTube oder auch in der BR Mediathek. Und Sie können wie immer über unsere Themen diskutieren bei Facebook. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn Sie wollen, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.